Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Chase Stars vs. Online mit Vegeta X wie immer und ich weiß noch gar nicht, wen ich eigentlich heute nehmen soll. Hab noch keinen Plan, aber ich schätze mal, wir spielen heute einfach mal ein bisschen wild durch die Menge. Ja, why not? Und natürlich wie immer Team Blau. Wen nehmen wir denn als hier? Gibt's da eh eins, was am besten ist? Ach, egal. Passt so. Da ist die Arena. Super. Okay. Dann würde ich mal sagen, geht's los in die Action. Mal schauen, wie Toriko und Gintama zusammenarbeiten. Ich kenne Toriko noch nicht arg. Ich habe ihn ja einmal oder zweimal ausprobiert. Aber why not? Ich meine, wir können ja heute ein bisschen querbeet spielen. Vegeta X hat ja auch nichts Bestimmtes im Sinne. Und wir gleich gegen 2-4 Sterne. CPUs. Okay. Interesting. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wer spielt. Wir gehen auf... Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen... Ichigo? Ichigo. Egal. Ich gehe darauf, wo du raufgehst. Au. Okay, vielleicht ist das auch ein bisschen stärker. Wir gehen auf... Sasuke? Sein... Das ist alles irgendwie nervig gerade. Au. Dammit. Okay, du gehst auf Ichigo. Das heißt, ich gehe auch auf Ichigo. Nein. Sasuke. Vielleicht sollten wir auch wirklich mal einfach versuchen, wegzugehen von diesen ganzen... Ich gehe auf den und den. Ah, come on. Natürlich, in dem Moment. Arale, hilf mir mal kurz. Okay. Okay. Toriko kann keinen Doppelsprung. Ich komme Ichigo nicht hinterher. Nein. I'm sorry. So. Ich gebe ihm nochmal einen Chop dazu. Au. Ichigo schlägt mich einmal und ich bin tot. Okay, ich erwarte auch nicht unbedingt, dass wir hier gerade gewinnen. Wir sind gerade ziemlich verstreut. Ich habe, glaube ich, verpasst, eine klare Ansage zu machen. Nein. Oh Gott. Ich wüsste echt nicht, wen ich da von beiden fokussen soll. Aber ich fokusse mal denselben wie du. Einfach, weil... Au. Trotzdem, wir haben da gerade echt wenig Chancen. Vor allem der Toriko echt wenig Damage macht. Also, ich weiß nicht. Ich sollte wohl jemand anders nehmen. Das ist nicht mein Char. Sage ich, nachdem ich gesagt habe, ich möchte ihn eigentlich nur ausprobieren, aber okay. Und es ruckelt. Gerade nicht so. Oh, ich bin auch gleich tot übrigens. Jo, bin auch tot. Wow. Ich hoffe, wir kriegen noch einen K.O. gerade. Nicht gut. Sasuke. Sehr schön, ich habe beide weggehauen. Okay, einer ist zumindest mal down. Den anderen werde ich mal kurz hier außer Gefecht setzen. Bam, zwei down. Okay, wir müssen nur noch einen down kriegen. Los. Take Ichigo down. Okay. Ich vertraue darauf. Du weißt, glaube ich, ungefähr, wie man Gintama, Jinjokis Ulti benutzt. Bin mir gerade nicht sicher. Aua. Wie man meins benutzt. Yeah. Irgendwie hast du mich getroffen, glaube ich. Verdammt. Und beide... Wow, unser Victory Burst ist schon weg. Hier, Arale, hilf mal kurz. Thank you. Ow. Heavy. Under heavy attack, I would say. Bam. Nice. Okay, 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 okay.
Nein. Ah, oh, shit. Man kann halt nicht gegen beide abwehren. Und solange die beide auf einen Fleck sind, hat man echt wenig Chance. Au. Okay, okay. So, vielleicht? Ich versuche ihn einfach mal hier unter Druck zu setzen. Ah, okay. Es war irgendwie zu erwarten. So leicht. Nope, Toriko ist useless. Naja, useless vielleicht nicht, aber nicht so gut. Es war aber auch ein sehr chaotischer Kampf. Ich muss wieder jemand Clan ansagen, glaube ich. Ja, das stimmt. Es war knapp. Ja. Ist halt auch eher ein Comedy-Character. Als wirklich ein Kämpfer-Charakter, keine Ahnung. Sicherlich kann man damit auch gut sein, aber muss man. Ist halt ganz andere Art wie Medaka und so. Bam bam bam. So, wie nehme ich denn sonst noch? I don't Knopf. Probieren wir mal nochmal Madara. Was, why the hell not? Okay. Willst du es versuchen, gegen den anzutreten? Eisen und Madara. Okay. Gut, wird aber sehr wahrscheinlich lecken. Wird lecken. Ich schmeiß ihn raus. Damit. So. Keine Chance. Bei zwei Strichen, also bei drei Strichen hätte ich noch gesagt, okay, man kann es versuchen. Aber zwei Striche, nope. Damit ist er raus. Wieso steht da eigentlich manchmal die Sterne von den CPUs und manchmal nicht? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kann mir das jemand von euch erklären oder Kiera kann mir das erklären. Also jetzt nicht nach dem Kampf. Oh, Tsuna. Wir nehmen aber auf jeden Fall den Officer. Wir nehmen den Officer. Der ist definitiv nerviger. Hi. Oh, okay. Aber X-Burner kann er schon mal ganz gut machen. Nein. Damit. So, damit habe ich schon mal einen hier. Gestalled. Come on. Ja, mit Eisen muss man ein bisschen zurückbleiben. Aber... könntest trotzdem mal mir hier helfen? Irgendwo? Nein. I'm sorry. Okay. Das Geniale an dem Feuerjutsu ist ja, dass er dadurch nicht auf den Boden fliegt. Das ist sehr, sehr hier gut macht, um Damage zu machen. Au. Nope. Komm her. Hilf mir mal kurz. Was zur Hölle war das für eine Attacke? Au. No. I'm sorry. Erwische ich auch beide? Ja. Sieht so aus, als ob ich beide erwischt hätte. Und Tsuna ist da direkt nebenan. Glaube ich, könnte mal mein... Ja, du kannst es auch probieren. Okay, wollte ich gerade sagen, aber... Erstmal, ich glaube, du bist zu weit weg. Ich glaube, du triffst nicht. Die Reichweite von ihm ist jetzt auch nicht so groß. Ah, passt noch. Aua. Natürlich flieg ich hin. Und irgendwie leckt es diesmal bei mir. Ach, verdammt. Bin natürlich voll verpennt hier. Bam. Ach, verdammt. Ein Strich noch. Sehr schön. Sehr nice. Das heißt noch der eine hier. Also, aber das leckt bei mir gerade ewig. Das gefällt mir nicht. Vor allem frage ich mich, woran es liegt. Ich lade nichts hoch. Ich mache keinen Download. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass mein Mitbewohner gerade ein MMO zockt. Aber so gut soll unsere Abwehrleitung es eigentlich auch sein. Very nice.
Au. Zu nah. Nein. Oh Gott. Das ist stark. Ich bin tot. Ja. Egal. Wir müssen den Officer nur noch... Ja, wir haben noch genügend Zeit, um den Officer zu töten. Kein Problem. Ein Officer, das hört sich so höflich an. Das bringt mir nichts. X-Burner hat da einen Vorteil. Das war das Richtige. So. Ah, das kann er abwehren? Man kann Feuer abwehren? Na, von mir aus. Nein. Oh, ich muss nur noch einmal treffen. Los! So. Sehr schön. Das hat diesmal funktioniert, das ein bisschen aufsplitten und jeder für sich selber kämpfen, aber... Boah. Der Officer finde ich halt um einiges schlimmer als Tsuna. Tsuna ist halt ein Nahkämpfer. Außer sein X-Burner halt. Seine Specials kann er im Prinzip auch als Fernkämpfer nutzen, aber... Ja. Okay, also ohne Sterne sind sie schlechter. Hm. Macht Sinn. War bisher eigentlich immer so, ja. Du hast recht. Würde mich nur interessieren, wieso es dann gerade bei 4 Sterne steht. Vielleicht ist es einfach nur ab und zu sind sie halt schwerer oder so. Und dann wird es halt angezeigt. Das heißt, die Frage, was sind die ohne Sterne für Sterne? 3 Sterne dann wahrscheinlich. Schätze ich jetzt einfach mal, sonst wäre es ja ein bisschen zu schwach. Dann nehme ich diesmal... Okay, 3. Dup, dup, dup. Es gibt keine 5 im Online-Modus. Okay, interesting. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Nope. Sorry, lieber Online-Kollege. Aber nee. Nee, nicht mit dem Ping. Okay. Ich würde auf Bobobo gehen, einfach weil er so nervig ist. Jop. Und damit wir einen Fokus haben. Let's go! Hi Bobobo. Ach verdammt, immer... Ach verdammt, ey. So. Macht man das. Komm her. Kommt der eigentlich irgendwann runter? Nee. Nee, okay, dieses komische Sonnending kommt irgendwann nicht runter. Aua. Dankeschön fürs Helfen. Boah. Dein Afro ist nicht ewig. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Oh Gott. Too stressful, das Kämpfen gegen den, echt. So. Zum Glück ist hier. Sorry, ich kann es gerade nicht benutzen. Das, was du gerade mit deinem Support gemacht hast, glaube ich. Ja. Okay. Tsuna, du musst auch sterben. Okay, ich glaube, du kannst deinen Ulti ausführen. Ich könnte meins theoretisch auch ausführen. Aber mach du mal deins. Ich hoffe nur, ich hauen dir als nicht aus dem Weg. Aber da du eh ein Genki-Dama hast, hast du das schon. Bam, down. Ich auch, aber halt, stopp. Ich möchte nicht mein Ulti aktivieren. So, ich übernehme mal kurz hier Bobobo, weil er gerade hier in meinem Weg ist. Bam. Und ich dadurch auch schön mein Ultimate bin. Und weiterhin auf Bobobo. Ah.
Gut, ich konnte alles abwehren. Das hat man selten. Come on. Nein. Ah, shit. Diesmal hat es mich verwirrt, dass du den weggemacht hast. Aber egal. Wir haben es trotzdem geschafft. Bam. Doch, die Combo geht definitiv auch recht gut. Auch wenn es für Koop generell nicht unbedingt so gut ist, wenn der Gegner plötzlich vertauscht wird, aber an sich geht die Combo. Muss man vielleicht auch noch durchtesten. Okay, übrigens, wir sind bei einer guten Folge. Ja, weiß nicht, aber Bobobo nervt mich generell mehr. Und der kann abhauen. I'm sorry. Okay, gut. Passt. Dup. Wen nehme ich denn da noch für die restlichen Kämpfe? Ich nehme mal nochmal Naruto. Ich habe ja letztes Mal dann schon eher rausgefunden, wie man ihn benutzt. Und mit Medakain in Kombination sollte er auch rocken. Sollte. Dann machen wir heute eine etwas längere Folge. Freut euch da draußen. Freut euch. Wir nehmen hier Kenshiro. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ah, ich hasse das, wenn ich das sage. Wir nehmen Kenshiro. Einfach feststehen. Bam. Hopp. Nicht du, bitte. Ach, verdammt. Na, Alter. Okay, Madara macht aber viel mehr Damage. Wir haben die Gegner zu nah beieinander. I'm sorry. Bam. Nein. Boah. Verdammt. Oh Gott, macht Madara viel Schaden. Im Vergleich zu Kenshiro. Nein. Ah. Und Boa ist hier auch definitiv keine Hilfe. Ich bin gleich tot, übrigens. Ja, du bist auch schon tot. Oh, nee, du bist noch nicht tot. Noch nicht. Man soll den Tag nicht vorm Abend loben, aber die bekommen auf jeden Fall ihren Victory Burst. Shit. Definitiv keine schwache Kombo. Und da du gerade total auf Madara gehst, ich auch mal auf ihn. Ne. Mein Rasengan klappt natürlich wie immer super. Au. Oh, ich hasse das. Oh Gott. Los, hilf mir mal kurz, Arale. Ja, Kenshiro kommt einfach mal kurz aus dem Offscreen und haut mich auf den Boden. Nein. Nee, ich kann auch nicht aufladen. Und ich habe wieder vergessen, dich aufladen zu lassen. Aber bei der Arena geht das ja eh nicht. Also war das vielleicht nicht so schlimm. So, ein bisschen Rasengan-Action. Au. Nein. Und ich habe nicht wirklich viel Energie. Ja, thank you. So, jetzt können wir uns um Kenshiro noch kümmern. Arale, du was. Bam. Oh Gott. Ja, damit hat er uns beide erwischt. Das ist natürlich super. Und ziemlich unübersichtlich, übrigens. Ja. Ja, nee. Madara ist gefährlicher als Kenshiro. Madara ist definitiv gefährlicher als Kenshiro. Beide sind aber nicht unbedingt gleich zu handhaben. Bam, bam. Was? Letztes Mal hast du gesagt, du brauchst da nicht aufzuladen in so einer bei so einer offenen Welt. Ja, in einer kleinen. Findest du groß? Ich finde die, also weiß nicht. Okay, sorry. Ich dachte, das fällt noch unter kleine Arena.
Okay. Na, dann passt ja eh. Weiß nicht, also Größe, vielleicht auch Komplexität oder so. Egal. Ich nehme mal wieder Gordon hier. Bam, 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 bam. Los, 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 los. Ja. Ja, stimmt. Eindeutig. Deswegen wärst du wahrscheinlich der bessere Teamführer, aber du kannst ja nicht reden. Von dem her muss ich das übernehmen. Mit meinem begrenzten Wissen. Jetzt auf jeden Fall Akainu. Bam, bam, bam. Nach der Lesson. Hier. Nach der. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Verdammt. Egal. Los geht's. Auf Akainu. Ah. Das ist sowieso nervig genug. Da. Selbst die Luft trifft da. Und das ist nicht Kenshiro. Tut mir leid. Bam. Boah. Kann ich gegen Akainu nicht abwehren? Sorry. Boah. Das ist auch verdammt schnell übrigens. Hilf mir mal kurz. Bam. Thank you. Das war perfekt. Misogi Medaka Combo. Was anderes habe ich auch gar nicht erwartet. Oh, und jetzt auf den Typi. Wer auch immer das ist. Nein. Ich versuche mal meinen Special durchzubringen, weil das definitiv effektiv ist auf so eine kurze Reichweite. Bom, bom. Yes. Und du musst einfach weiter auf ihn draufhauen. Sehr gut. Bam. Ich glaube. Oh, Akainu kommt von hinten. Au. Und ich bin down. Yes, yes, sehr schön. Wir benutzen noch unsere letzte Energie. Und du hast ihn sogar getroffen, während er auf den Boden fliegt. Das war perfekt. Hi, Akainu. Bam. Voll aufgeladenes Chunken. So. Misogi. Bam. So macht man Damage hier. Ja, doch. Das war perfektes Combination Play. Hier gerade. Misogi hätte nicht mal sein müssen. Der war sowieso schon gebindet. Aber super. Süß. Bam, bam, badam, bam. Ich denke immer, ich hätte Naruto verstanden. Ich glaube, der ist nicht so nutzlos, aber irgendwie, naja, dann doch im Endeffekt. Ich glaube, beenden wir die Episode jetzt, oder? Ja, das Anvisieren ist wirklich mies. Ich meine, ich weiß nicht, ob es absichtlich so mies gemacht wurde. Es gibt Karten, die das Anvisieren verbessern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen Absicht dahinter steckt, dass man sich die Karten halt dann gut zusammenstellen muss fürs Anvisieren. Und gut, ich bin mir auch nicht sicher, wie gut die verbessern. Bam, bam, badam, bam, bam. Jo, ein perfekter Sieg auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Episode. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Displays. Und ich schätze mal, ein Ciao von Kiera bekommt ihr auch noch, wenn sie von ihrem gemütlichen Sitzplatz aufstehen muss und kurz zum PC rüberrennen muss und Bye schreiben muss. Ja, sie ist da. Ciao.
うちの弟が世話になったみたいだな。礼を言うぜ。おめえの弟すげえ強かったぞ。また叩けてえな。混沌よりも灰より前に進む。熊川に潜む。よろしく仲良くしてください。世界はこれ以上成長する必要などない。君の野望、僕が打ち砕く。哀れな悪魔に魂の救済を。 やるな。